Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. Das ist kein Arr. Pagonia. Ich lerne das nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich lass das mal so im Raum stehen und kümmere mich um die Dinge, die wichtig sind. Wir haben hier irgendwo einen Wachturm, der im Bau ist. Kann ich so hören? Ja, doch. Sorry. Ach ja, ich will die Technik. Wachturm. Auf der Folie, Wachtürme, Moment. Ah, der ist fertig. Der ist fertig. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. So, ich hatte da Dinge in Planung gehabt. Hier sollte Folgendes passieren. Die brauche ich alle nicht. Veteranenwachen sollten dahin. Ich habe hier, glaube ich, Veteranenwachen. Irgendwo hatte ich Veteranenwachen. Mein ich. Ne, das sind die Waldläufer. Die brauche ich später. Da, da haben wir auch schon ein gelbes Fähnchen. Das passt wie Faust auf Auge. Die auf 0. Weg. Dann hier. Wo sind sie denn jetzt wieder? Orientierung. Das ist das Richtige. Da sollen die hin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. So. Ich habe die da gerade wegrennen sehen. Jetzt rennen die tatsächlich weg. Jetzt kommen andere, oder wie? Ne, das sind Träger. Achso, die bringen die Steine. Glaube ich. Naja, egal. Also der Wachturm kann im Prinzip weg. Den brauche ich nicht mehr. So. Dann kann in dem Fall auch der Weg da weg, mal so ganz nebenbei bemerkt. Okay. So, der Teil ist jetzt auch fertig. Und bitte schön, keinerlei Wachen hier. Die kommen gar nicht erst da an. Auch Soldaten sollen da nicht hin. Aber ich habe hier Waldläufer. Und die sollen bitte schön dahin. Und hier sollen die bitte schön weg. Dann machen wir so rum. Ich glaube, das war jetzt die bessere Vorgehensweise, wie ich das hier so gerade mitbekomme. Und dann kann das Teil nämlich auch weg. So. Oh. Hier stehen noch irgendwelche Steine rum oder so. Dann lasse ich den Weg mal, damit die Träger die Möglichkeit haben, die da wegzunehmen für den Fall des Falles. So, was passiert da? Die Partie. Was? Die kommen so tief schon wieder rein, wie? Moment, Waldläufer. Die brauchen Fackeln und die brauchen leichte Rüstung. Fackeln und leichte Rüstung. Fackeln habe ich keine. Das ist schon mal sehr gut. Nehme ich gar nicht. Holzwerkstatt, du bist direkt in der Nähe, das ist cool. Fackeln. Du machst mal so 20 Fackeln. Und leichte Rüstung. Wie sieht es mit leichter Rüstung aus? Die hätte ich. Was ist hier los? Wo kommen die alle her? Ich meine, ja, wir haben hier, aber wir sind doch so weit vom Schuss, dann machen sich, die machen sich ja ziemlich unbeliebt. Das mal so zu sagen. Etwas wurde geschoren, etwas wurde angegriffen. Wen habe ich da rumgeistern? Okay. Ich brauche
brauche mehr Fackeln. Und ich brauche mehr leichte Rüstungen. Ausrüstung, Ausbildung, Verarbeitung, Schneiderei. Leichte Rüstungen. Da sind noch 5 in Auftrag. Ja. Ich glaube, der wird wahrscheinlich alles brauchen. Ne? Stoff wie Eisenwaren, weil der hier nämlich, ich habe hier nämlich noch 5 in Auftrag gegeben und die werden im Augenblick nicht hergestellt oder so. Oder es hat Lager voll. Das kann natürlich auch sein. Moment, Augenblick. Ich glaube, letzteres ist tatsächlich die Geschichte. Lager. Wir haben ja auch hier dieses ganz große Lagerhaus, aber das kriegt natürlich ja nirgends so unter. Ne? Das ist ganz neu. Also was heißt ganz neu? Mittlerweile ist es schon alt. Wieder. Es gibt schon seit etwas längerer Zeit. Aber ist eins von den Neuerungen, sagen wir es mal so, die in der letzten Zeit halt oder mit dem letzten größeren Update dazugekommen sind. Ich würde dann hier mal so vielleicht ein paar leichte Rüstungen unterbringen wollen. Gute Frage. Waffen? Nee, eigentlich nicht. Werkzeug? Ah, hier, Rüstung, alles klar. Leichte Rüstung, so. Huch, mit. Ah ja, alles klar, okay. Cool. Dann schauen wir mal. Und dann sollen da nämlich noch ein paar Rüstungen dann da entsprechend eingelagert werden können. Hier steht ja auch schon, Warenausgangslager ist voll. Das mit den Dieben ist, das nimmt Überhand hier. Ja, kaum sind die irgendwie entdeckt, ne, und meine Leute sind da irgendwie ständig dabei und so, fallen die auch schon sofort negativ auf und machen sich hier über unsere Sachen her und so. Das finde ich überhaupt nicht gut. Okay, jetzt muss ich erst wieder schauen. Ich habe hier, habe ich, ach, der habe ich auf 0 gesetzt. Wobei ich gerade überlege, das ist vielleicht ganz, ganz gut, dass ich das gemacht habe, weil, ja, ich bräuchte hier eigentlich die Leute, aber vielleicht nicht verkehrt, nicht die hier auf. Zehn Sätze. Weil ich brauche hier dringend Leute, die hier vorne mal so ein bisschen. Ich komme auch nicht dahin, ne? Oder Moment mal, wo war das jetzt? Da. Okay. Es ist eine Strecke. Gar keine Frage. Aber man kann ja hier auch patrouillieren, ne? Und so. Vielleicht bringt das ja schon ein bisschen was. Bevor ich da direkt zum Angriff übergehe. Ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. So, aha. Einer. Ja, genau. Wo war das nochmal? Ich gehe mal hier im Bereich Ausrüstung und Ausbildung. Gildehaus? Nee. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, Kunstschmiede, Militärakademie oder nee, Abenteuer. War das die Abenteuergilde? Genau. Dann mal ran. Wie sieht's da aus? Fackeln sind da. Ich habe von beiden 16. 2 weitere sind. Kommen die jetzt dazu oder werden die abgezogen? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Sowohl als auch. Passiert da, die werden einmal abgezogen, 2 und einer kommt dazu. Okay. Ich gehe mal auf 15. So. Ja. Ich glaube, das ist erstmal keine schlechte Sache. Dann
habe ich ja noch die andere Geschichte gehabt, deswegen die ganze Diskussion bei mir jetzt ausgelöst wurde. Hier war auch so eine Überfall und so in diese Richtung war ja da was gegeben. Da würde ich auch ganz gerne entsprechende Waldläufer hier unterbringen, die hier rumpatrouillieren und da mal so ein bisschen auch Auge drauf haben, eventuell. Ja, ich lasse das erstmal so. Da habe ich ebenfalls Waldläufer. Moment mal. Oh, blick mal, wenn ich die hier auf 0 setze. Und wie habe ich das gerade da gemacht? Ich glaube, hier erstmal auf 10, ne? Und dann den hier auf 0. So. Und dann hoffe ich mal, dass die hier hinspazieren. Das sieht gut aus. Patrouille vielleicht hier so. Ich meine, hier wäre der Gegend wäre die Gegend gewesen, wo sie auch schon mal so ein bisschen rumgetummelt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ne? Also ne, weil der Wachturm an sich ja hier als nicht mehr notwendig oder so gekennzeichnet wird. Aber ich habe hier ganz gerne so ein paar Leute von mir hier rum existieren, die natürlich ein Auge auf unsere Siedlung haben. Wesentlich effektiver wäre es natürlich, die Leute hier anzugreifen. Das ist schon mal ganz außer Frage. So, wie sieht es hier aus? Die sind komplett. Und die sind jetzt auch komplett. Das ist cool. Patrouille. Ich schicke die mal auf Patrouille. Die schicke ich hier hin auf Patrouille. Patrouille. Und die schicke ich auch hier hin auf Patrouille. So. Dann schaut ihr da schon mal so ein bisschen nach dem Rechten. Gegebenenfalls werde ich dann vielleicht auch die Leute da direkt angreifen. Wie sieht das hier aus? Okay, etwas wurde gestohlen. Das bringt wenig, wenn ich die dann darum patrouillieren lasse. Die scheinen sich hier so auf zu konzentrieren. Ich wusste das jetzt nicht mehr genau, wo die jetzt da ihr Unwesen treiben. Gut, bisschen dumm gelaufen, aber jetzt habe ich meine Leute wenigstens da rumstehen. Sollte sich da nochmal ein Dieb hin verirren, hoffe ich mal, dass die ihm das Leben schwer machen. So. Jo. Die patrouillieren da rum. Ja, direkt angreifen. Ich hatte da noch so ein bisschen mit mir. Auf der anderen Seite, die macht mir hier aber echt Ärger. Patrouille gut und schön. Aber vielleicht sollte ich den direkt irgendwie direkt das Leben schwer machen. Das ist dieser Angriffspunkt. Ja, die beiden Lager, die sind mir ein bisschen zu dicht beieinander. Wenn ich mir den einen Ärger bekomme, kriege ich mit den anderen vielleicht auch direkt Ärger, aber. Wir haben ja gespeichert. Wir haben gespeichert. So, Angriffspunkt.
schwupp dich. Und dann schauen wir mal. Sind die Wurzeln da? Wenn wir das, wie ich immer mache, um hier so ein bisschen eine Übersicht zu haben und euch so ein bisschen Show bieten zu können. Okay. Das ist dann schon besser gelaufen als gedacht. Ja, wenn das so ist. Moment. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dass sie den dann doch schon so schnell den Gar rausmachen können. So, Moment. Angriffspunkt. Doch angenehm überrascht gewesen jetzt in dem Augenblick. So, dann gucken wir mal, wie es hier läuft. Sind meine Leute doch irgendwie stärker und durchsetzungsfähiger, als ich gedacht habe. Vielleicht auch nicht. Der eine macht auf jeden Fall Ärger. Und das war's mit dem anderen. Ja, dann machen wir jetzt hier Haken mit Ösen. Das ist das andere Lager. Ja, die sind schon einfach da. Ach, auch gar nichts machen. Das machen die schon alles von alleine. Ja, sehr cool. Damit sind die Geschichte. Angriffspunkte. Kriegt man die über Rechtsklick gelöscht? Alles klar. So geht das. Ja. Gut. Dann haben die da ihre Patrouillenpunkte. Das lief ja jetzt besser als gedacht. Ja, ich bin da immer ein bisschen so, ne, vorsichtig, skeptisch. Denke so, wer weiß, ne, man muss ja das ja nicht jetzt hier irgendwie übers Knie brechen. Aber Hut ab. Meine Leute können sich durchsetzen. Selbst hier diese einfachen Waldläufer schaffen die Diebe dann halt jetzt, also in dieser jetzigen existierenden Form. Sehr cool. Ja, ich denke mal hier, aber hier so in diesem Bereich hier, da wird noch weiterer Ärger auf uns zukommen. Wie wäre es denn? Warte mal. Ist ja jetzt egal. Wir probieren mal so ein bisschen auch was aus. Wir haben ja die Möglichkeit. Ich setze hier mal so einen weiteren Entdeckerposten hin, dann haben wir nicht nur einen. So, und wenn der dann irgendwann fertig ist, oder brauchst du Rationen, wenn der irgendwann fertig ist, dann könnte der nämlich sich dann hier so ein bisschen umtun. Ja. Können wir da mal so ein bisschen gucken, was da so los ist. Da haben wir noch mehr, also Diebe gibt es ja jede Menge. Das ist das andere Dorf. Möglicherweise haben die sich da bedient. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir ja die gegnerischen Lager zerstört. Erfolgreich. Nun gut. So. Ach ja, wie sieht's denn hier mit unserer Werkstatt aus? Holzwerkstatt. Ja. 8 Fackeln. Und er ist mit der Produktion soweit fertig. Dann lasse ich ihn noch 2 machen. Dann haben wir 10 hier auf Vorrat. 16 Zahnräder, Holzschilder haben wir jetzt nicht ganz so viel. Ein
da ist auf Maximum angekommen. Dann würde ich sagen, mach da mal so 5 Holzschilder. Neun, dann haben wir 10. So. Cool. Schneiderei hat im Augenblick nichts zu tun. Ach so. Moment. Von wegen nichts zu tun. Wo, was ist denn hier mit dem Lager? Ah, 6 leichte Rüstungen. Okay. Ah, die haben keine Aufträge. Alles klar, alles klar. Cool. Ja, dann würde ich sagen, hier leichte Rüstungen. Ne? So ein paar können nicht schaden. Habe ich noch... Ja, ich lasse den da auch mal bei der nächsten Gelegenheit mal so 5 Rucksäcke machen. Dann ist das auch soweit erstmal wieder in den Auftrag gegeben. Und läuft. Sehr schön. Ups. Das ist schon wieder für die Mangel. Das ist die Gegend hier. Die wollen hier die Schmelzhütte oder so sich irgendwie unter den Nagel reißen oder so. Es wurde etwas gestohlen. Das gibt's doch alles nicht. Wachturm. Und da habe ich da so ein paar Waldläufer rum existieren. Die sollten vielleicht ihre Patrouille dann hier so betreiben, in der Hoffnung, dass sie dann die Diebe da ausfindig machen. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein Versuch, um herauszufinden, ob die Wachtürme wenigstens diese Funktion dann noch ausführen können, wenn man sie hat. Dass man hier halt die entsprechenden Leute jetzt hier, die Waldläufer, ihren Job machen lässt, damit die Diebe so ein bisschen unter Kontrolle halten. Das wäre jedenfalls sehr, sehr schön, wenn das funktionieren würde. Aber das sind so Dinge, die weiß ich nicht oder noch nicht viel mehr. So, okay, ja, dann wären wir für diese Folge auch schon wieder durch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mich hier nach wie vor unterstützt und auch, dass du wieder hier mit von der Partie bist, freut mich sehr. Ich brauche jede Unterstützung, die ich kriegen kann. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, wie das hier so mit dem Handel weitergeht und mit den Dieben weitergeht und was wir noch so alles hier so entdecken können. Wir haben ja auch noch diese beiden mysteriösen Orte, um die wir uns kümmern müssen. Also es gibt ja noch ein bisschen was zu tun. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.